Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hof Bergmann. Und mit dabei ist der Stahlhase. Hallo. Ja, das letzte Eckchen. Und dann ist das erste Feld schon wieder abgeerntet. Stahlhase, du, glaube ich, gerade das Wasser zum Kompost. Ne, zu den Äpfeln hochfahren. So rum was. Zu den Äpfeln fährt er die hoch. Dass wir dann irgendwann die Apfelplantagen noch in Betrieb nehmen können, natürlich. Und ja, wir werden uns erstmal jetzt kümmern, dass dieses Feld geerntet ist, natürlich. Und dann haben wir so geplant, dass wir vielleicht ins Maishäckseln einsteigen, denn ja, muss vorangehen. Vorangehen, vorangehen, vorangehen. Komposter muss laufen. Und ja, das Silage verkaufen könnte man dann auch mit Förderbänder machen. Wir haben ja Förderbänder. Das wäre dann auch noch eine Idee, dass man vom Silo raus zwei Förderbänder stellt und dann zum Fermenter stellt. Wenn das Ganze gegärt, dann ist mal. Weil dann brauchen wir das Ganze nicht schaufeln. Besser als das Ganze geschaufelt immer. Außer Stahlhase hat Lust zu schaufeln. Wo willst du was für eine Silage wo rausschaufeln? Ja, die Silage aus dem Silo in den Fermenter bei der Biogas. Wir fahren die Silage oder den Mais doch in das Silo oben bei der BGA. Ach, du möchtest das Mais ins Silo fahren? Aha, okay. Ja, so war das eigentlich gedacht. Anders kenne ich das nicht. Okay. Und dann mit Förderbändern da reinhauen. Mhm. Wäre das nicht vielleicht sinniger, wenn du aus dem Mais Silage machen willst, den in den Schnellfermentierer hier reinzuschmeißen? Wäre halt mal was anderes. Es geht ja jetzt nicht um Zeit, sag ich mal. Okay. Ja, also mir geht's jetzt hier nicht um Zeit. Wenn es einen Tag länger dauert, dann dauert es halt einen Tag länger. Mein Gott. Okay. Wir haben genügend andere Sachen zu tun. Wir können jetzt gleich wieder in die Bodenbearbeitung einsteigen. Das Stroh kann erstmal eingelagert werden. Also wir haben einiges noch zu tun. Ich glaube, an Arbeit scheitert es bei uns nicht. Ja. So. Stellen wir den da oben hin erstmal. So, ich glaube, dann müssten wir aber einen anderen Traktor nehmen, wa? Ja, für den anderen... Ach, scheiße. Für den anderen neuen Anhänger wär's sie nicht. Die alten Anhänger hast du schon alle verkauft, oder? Nö, ich hab hier noch einen, den gelben, ja. Was soll man da... Nee, ich meine, die alten Anhänger, die... Ach, die Drehschemel, da steht ja, noch genau. Ein... Ja, wir hatten doch einen aufbewahrt noch für so andere Kleinigkeiten einfach. Den haben wir ja nicht verkauft. Könnten wir dann rein theoretisch, wenn wir dann eh einen neuen Hänger kaufen, weil dann haben wir ja zwei. Mehr zwei brauchen wir doch eigentlich nicht. Nö. Obwohl doch, wir brauchen rein theoretisch drei, wir brauchen ja noch Sand, Erde. Hier oben. Krampe. Welchen sollen wir denn nehmen? Einen nur bestimmt fürs Häckseln oder einer auch für was anderes, weil sonst hätte ich gesagt, wir gucken den Krampe. Oder den Josken. Krampe. Welchen gemoddet oder ungemoddet? Ungemoddet. Standard. Welchen Josken? Ja, den Transpace 8000, den großen da. Transpace, den mit den drei. Ach. Für einen mit 31.000 Liter? Jo. Ja, nehm ich. Dann nehm ich den MB-Truck. Ja, den großen musstest du da nehmen. Ja, bin schon dabei. Ja, dann, oder wir verkaufen den einen, genau, dann verkaufst du den alten Anhänger. Ja, dann kann ich den anderen gleich holen. Der müsste drüben stehen, war der alte Anhänger. Naja, der steht bei mir, den bringe ich dir runter.
Weil der hat sich jetzt hier in der Wand, den müsstest du einmal zurücksetzen. Der steht so ein bisschen doof in der Wand drinnen. Ja, dann hätte ich den ja nicht. Bei dir. Gut, dann kaufe ich den. Dann haben wir den schon mal da. Den Transpace. Ja, dann müssen wir uns einen Häcksler mieten. Da würde ich sagen, nehmen wir. Ja. Wo steht der denn bei dir? Der Rostelmasch würde ich sagen, mieten. Der Viehtransporter? Einmal. Auch nicht. Gerade am gucken wegen dem Gebiss hier. So, wo haben wir das mit 6 Meter Arbeitsbreite hier? So. Dann mieten wir das uns auch noch. So. Irgendwie finde ich den alten Anhänger nicht. Soll ich ihn zurücksetzen? Ja, kannst du tun, aber ich finde ihn einfach nicht. So, wo ist er denn? Ja, hier ist er doch. Zurücksetzen. So, jetzt müsste er bei dir sein. Ja. Beine auf den Kopf gefallen. Alles klar, danke. Jo, gut. Dann nehme ich den einen mit, den hier, den MB-Truck plus Anhänger. Oder ich nehme den Waldra. Der wäre auch noch. Nehmen wir den, komm, scheiß drauf. Gewicht davor. Frontlader weg. Dann kriegt der MB-Truck auch noch ein paar Stunden, obwohl der hatte eh schon so viel. Ja, dann treffen wir uns bei Felder 8, würde ich sagen. Irgendwo werden wir uns dann sehen wieder. Jo, meiner läuft nur 40. Dann muss ja auch noch den Häcksler holen. Ja, sonst tausche ich eben schnell dann beim Händler, dass ich den Häcksler erstmal mitnehme oder was. Keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten kann ich auch schnell mit den Häcksler schon rüberfahren. Ja, oder du. Wenn du ein bisschen länger brauchst. Da muss erstmal den Hänger hier zum Verkauf rein. Ja, ich komme schon. Wir kommen ja da zwischendurch. Bei der Mühle, neben Händler geht es ja zur Mühle rein. Ich glaube, da zwischendurch kommen wir auch zu Feld 8 rüber. Okay. Ah, den Häcksler kann ich gleich noch mitnehmen. Oder du, egal. Da kannst du mitnehmen. Warte, dann steig wieder aus. Ja, ich fahr jetzt schnell den rein da noch. Achso. Okay. Scheiße. Nee, ich kann noch eins weiter unten auch reinfahren, stimmt. Das macht mehr Sinn. Ja, wie du vorher meintest, die Feldwege sind schon geil. Die führen überall hin. Man kommt eigentlich mit den Feldwegen... Ah, scheiße, überall hin. Ja, dieses schöne Kalk- und Erdelager. Mit der Erde, keine Ahnung, was man damit machen kann. Ja, das ist ein Gespann. Da will mal keiner sagen, dass das nicht ein Gespann ist. Dreiachsanhänger. Dann zur BGA hoch. Ja, das ist eine Tour. Oh, wo bist du denn jetzt? Ich komme zu dir.
So. Kappen dir schon angemacht. Sehr schön, danke. Bitte. Ja, der erste Mais 2017 hier auf der Hof Bergmann. Fährst du auf der anderen Seite. Ja. Hast ja genügend Platz. Und da ist immer so viel Kollision auf der anderen Seite. Boah. Wenn du nah dabei bist, dann klappt das schon. Wie viel gibt es ab eigentlich? Nicht so viel, glaube ich, ne? Nö. Ja, aber Hauptsache unser Komposter kommt mal ins Laufen. Wie transportiert man das Gas eigentlich? Mit dem normalen Universalfass von Kotte oder? Ich schätze mal, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, muss man da mal gucken. Ja, ein bisschen am besten hin oder ja. Oh, kommst du da vorbei? Okay, gleich mal. Nö, geht. Hier ist mal ausnahmsweise mal keine Kollision drin. Ja. Aber da oben denke ich, wirst du Quali haben in den ganzen Bäumen. Ja, an den Baum und so, ja. Ja, wenn du so fährst, normalerweise dürfte es klappen. So, jetzt kannst du daneben wieder. Du hast hier ein bisschen Mais vergessen. Ja. Ist für die Wildschweine. Na toll. Ja, Wildschweine brauchen noch ein bisschen. Dachte heute Abend gibt's Popcorn. Nö, so spannend ist es nicht. So spannend ist das Fernsehen nicht. Ja, da ist unsere große Graswiese und da ist es auch nicht weit zur Apfelplantage. Die sieht man ganz so am Ende der Map. Ja. Ja. Ganz ruhig weiter. Ich muss eh nur rückwärts bisschen, dass sie hier rumkommen. Ja, dann können wir den lange Bahnen fahren lassen, würde ich sagen. Rauf, runter. Mhm. Ja, obwohl eine Bahn fahre ich noch rum, denke ich, ist besser. Bevor er wieder mit dem ganzen, in der ganzen Vegetation hängt. Ja. %65 siehst du. Ja, ich denke, ich schätze mal, irgendwo 200.000 werden wir von dem Ganzen runterkriegen. Oh, mehr. Ich weiß nicht, wie ergiebig das sich das ist. Das ist ja ungedüngt. Soll ich mal ein bisschen schieben, oder? Hm, ich weiß nicht, ob schieben was bringt. Weiß ich auch nicht. Ah, scheiße. Ich wollte einen Thumbnail machen. Bleib mal stehen so. Na, scheiße. Mach mal auf der anderen Seite wieder. Ja, läuft. Wenn jetzt Ivan noch da wäre, dann könnte man da noch eine Runde. Könnte einer noch hinterher fahren. Fliegender Wechsel könnte man machen. Ja, oder so ähnlich. Jo, jetzt machen wir mit Helfer fliegender Wechsel. Okay. Bist du gleich voll? Ja. Ja, noch 3%. Noch 2. Noch 1. Hup. Paul. Nö, doch nicht. Jetzt. Voll. So. Okay. Jo.
ich wäre jetzt rübergefahren und hätte dann bei deinen den eingestiegen. Ja, oder wir machen so genau. Dass wir den auch noch voll knallen, dass wir dann zu zweit hochfahren. Ja, da muss ich ja dann mal gucken, wenn du mich mal besuchen kommst auf meiner Map. Oder mal meisexen, was ich dafür Hänger nehme. Ja, ich würde sagen relativ große, dass man. Weil die Map ist ja auch relativ groß. Relativ groß ist ja, ja so eine Sache, ne? Weil gibt ja nicht so wirklich große Hänger. Oh, vielleicht ein paar umschreiben oder so. Ja, aber ich glaube irgendwie. Es gibt ein paar gute gemoddete auch. Und ich sag mal, mit 50.000 kommt man ja schon mal ein bisschen weit. Also ich hatte jetzt ein... Ach, diesen realen Ertragsmod. Ja. Hatte ich drauf gehabt. Ja. Ja, so ein Röscher mit einem 50.000 Liter, der war... 1 fix 3 voll. Ich bin nur abfahren gefahren. Ja, das ist auch, ich denke mal, bei großen Maps bringt der reale Ertragsmod auch nichts. Doch, der bringt eine ganze Menge, bloß du bist nur noch am Abfahren. Ja. Weil immer wieder voll. Oh, ich hab keinen Bock mehr drauf, den werde ich jetzt dann runterschmeißen, wenn ich die neue Version mir aufmache. Und weil kommst du nichts, ne? Und ich habe mir ja nur die Fahrzeuge alle so eingestellt, ihr habt ohne den. Ne? Und wenn du da 50.000 Liter drin hast, dann kannst du schon eine Weile fahren, bevor du dann erst wieder abtanken tust und ja, so. Ja, das stimmt wohl. Und da ich ja eigentlich ohne Curse Play und sowas alles spiele, oder Follow Me, ist das, geht halt eigentlich nur noch bei so einer großen Mod, dass du dann halt auch die Kapazitäten der Fahrzeuge alle änderst. Ja, das stimmt wohl. Und ansonsten bist du wirklich nur mit dem Abfahren beschäftigt und das macht dir dann irgendwann auch keinen Spaß. Nö, wenn du nur noch siehst, oh, Drescher voll, Drescher voll, Drescher voll. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, ich klopp da jetzt gleich mal den Helfer rein. Ja, brauchst du nicht. Kannst du rein kloppen, wenn wir wieder zurück sind. Dann kann ich halt mit dem anderen schon losfahren. Hm. So. Piep, piep, piep. So. Alle haben uns lieb. Noch. Ja, dann mache ich den jetzt schnell voll noch. Wenn es noch so viel ist, ja. Ja, bis zum Anfang schaffen wir noch. Und zieh eine gerade Bahn hier durch, dass der dann gerade ansetzen kann. Mhm. 93, 94. 95, 96. 97, 98. Voll. Gut. Ja, dann gucken wir mal, ob es irgendwie einen Schleichweg da nach oben gibt. Nee, eigentlich nur eine Hauptstraße nach oben folgen. Ja, ich glaube, da sind wir die nächsten Parts noch damit beschäftigt. Ach naja, geht ja relativ schnell. Ja, aber ich denke, mit zwei Anhängern sollte man vorankommen. Da merkt man den Unterschied zwischen 50 und 40. Ja, ja. Ach, da muss ich euch ja auch noch langsame Trecker kaufen, ne? Warum? Na, weil ihr nicht mehr als 50 fahren dürft. Warum dürfen wir nicht mehr als 50 fahren? Naja, weil ab 50 kriegt ihr den Geschwindigkeitsrausch. Auch. Weil er denn ja nicht gewohnt seid. Ja, Tobi also, ist das nicht gewohnt.
Also ich glaube, der schnellste Trecker, den ich auf der Map habe, fährt 85. Aber der hört sich dann auch an wie ein Panzer.